Hi ho und willkommen zurück bei dem lieben Strategiespiel und Siedlerfreunde zu die Siedler 7. Die Chroniken von Tatrien. Ja, wir sind immer noch in der vorletzten Mission in Altmonheim. Gebäudeausbau fertiggestellt. Wollen gerade versuchen, auf jeden Fall die Fischzucht anzuspeisen. Auf dass wir mehr Nahrung kriegen. Oh, wird gelb fleißig am Beobachten ist. Wer ist nochmal blau? Ramirez. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ja gut, Ramirez ist jetzt nicht ganz so... wild. Also ja, ich brauche noch einen Siegpunkt. Dann habe ich auch schon gewonnen. Welche Siegpunkte können Sie mir denn gerade streitig machen? Bischofssitz hat sowieso schon Dings gewonnen. Handelsgesellschaft hat Ramirez. Genauso wie Metropole Sonnenkönig. Na, nicht so sehr. Asket. Ja, ich brauche keine bessere Verpflegung, deswegen geht das so einfach. Quelle der Weisheit kann mich der Bischof eigentlich fast schon nicht mehr einholen. Imperator, das wird mir jetzt gleich Ludovic wegnehmen. Oh nein, ihr habt einen Siegpunkt weniger. Euer Königreich wird angegriffen. Wer greift mich wo an? Hä? Glückwunsch. Eure Geistlichen haben eine Technologie erforscht. Oh, er hat Kanonen. Ja, gut. Das ist ein Argument. So, jetzt sollte ich auch hier drüben endlich dafür sorgen, dass wir... Kohle und Eis machen. Irgendwo mache ich ja schon Eis, sehe ich gerade. Wahrscheinlich, ja, stimmt, bei der Hauptbase. Angriff abgeblasen, sehr schön. Was halt blöd ist, dass Pazifist weg ist.
Und das wird auch für immer wegbleiben. Außer der Bischof wird noch was machen. Ich muss dringend die beiden Außenposten dann als nächstes einnehmen. Deswegen gebe ich mal 10 Mönche in Auftrag. Weil ich muss den Dings ihm den Punkt wegnehmen. Das wäre ein arges Problem, wenn einer von beiden Feldmarschall wird. Befestigung ausgebaut. Ja, und als Wunderkind darf ich ihn halt auch nicht lassen. Also das wird knapp, eine knappe Sache, ganz ehrlich. Fehlt nur noch ein einziger Siegpunkt. Okay, den Sparfuchs haben wir. Ich hole mir am besten den Sturmangriff und dann den Siegpunkt in der Mitte. Exzellent. Ihr habt eine neue Technologie erforscht. So, was kostet jetzt das Bekehrt? 7,1. Ja, das Problem ist, wenn ich den Sparfuchs aufgebe, Metropole. Festigung ausgebaut. Was fehlt euch denn hier, dass ihr nichts machen wollt? Bier. Sagt bloß, mir fehlt Bier. Okay, mir fehlt Bier. Ja, ich verfalle langsam ein bisschen in Panikmodus. Ja, das ist nicht gut. Sanctus, Sanctus.
Einer eurer Mitspieler hat Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten erhalten. Es könnte sein, dass wir das hier noch verlieren. Unter eurer Kontrolle bringt ihr den, das sind ja ein großes Königreich, dass ich nicht lache. Der Sandkasten, mit dem ich als junger Bursche spielte. Ja, wie auch immer. Okay, gehen wir mal Speed. Mal gucken. Ihr werdet angegriffen. Okay, das hoffe ich, dass er dadurch dann Soldaten verpratzt. Oh nein. Der Gegner hat ab sofort Zugang zu einem neuen Handelskonto. Gott sei Dank. Ein neuer Sektor ist unter eurer Kontrolle. Ein weiterer Siegpunkt. Das ist ein erster Schritt, ein ernstzunehmender Rivale zu werden. Weiter so. Okay, wir gewinnen eigentlich und das ziemlich schnell. Zum Glück. Ja, was hat, Achso, ich kann mir hier gar kein Dings anzeigen lassen, hehe. Allgemeiner Chat vielleicht? Nein. Ihr wart siegreich! Herzlichen Glückwunsch, ihr habt die Prüfung von Altmonheim mit Glanz und Glorie bestanden. Die Kirche von Tandrian hat euch verwürdigt, die Lage des vergessenen Königreichs zu erfahren. Lang lebe die Rebellion. Ja, Initiationsritus haben wir abgeschlossen. Wie viel Geld haben wir gekriegt? 1500. Yay. Das heißt, zurück zum Menü. Puh. Was für ein Ritt. Ganz ehrlich, das am Schluss noch so rumzureißen. So, ich muss mal kurz einmal durchatmen. Ja, das ist die Spannung von Siegpunkt-Matches, wenn die Gegner mal ein bisschen intelligenter sind. Falsche Kampagne.